Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Runde Brawl Stars und wir sind heute gerade im Testspielmodus, und zwar bin ich da gerade mit D-Gaming, ein alter Bekannter, mit dem wir heute endlich mal wieder spielen. Und zwar haben wir eine alte Challenge ausgegraben. Wir hatten damals die Green und Blue Challenge gemacht. Das hat bedeutet, wir haben nur mit den grünen Brawlern gespielt, und zwar jedem Brawler einmal. Wer dann eben öfters gewonnen hat, hat gewonnen. Und das versetzen wir jetzt mit der Red Challenge. Das bedeutet nur mythische. Wir haben 6 mythische Brawler. Das heißt, es gibt auch 6 Runden, denn man darf immer nur einmal einen mythischen spielen. Das heißt, ich muss mit allen einmal spielen. Vielleicht habe ich das Glück und gewinne vorher sogar schon mit einem 1-1-4-0 oder so. Aber ich würde sagen, wir können endlich gleich reinstarten. Und ich fange doch lieber nicht mit Mortis an. Ich spare mir den auf bis zum Schluss, weil ich hoffe, es kommt nicht so weit. Deswegen fange ich lieber mit Terma an und hoffe mal, dass die Runde gut ausgeht. So, wir nehmen aber auch noch die andere Star Power. Jawohl. Also wir haben hier Jean, wir haben hier nochmal 3 mythische und da auch noch Sprout, also 6 mythische zum Spielen, und wir gehen rein in die erste Runde. Ich bin gespannt, was die mir genommen hat. Ich will mir eigentlich die guten Brawler wie Max, Mr. B und Sprout dann eigentlich für die Runden 3, 4 und 5 aufbehalten und auch Jean und Mortis, wenn es geht, nicht mehr spielen müssen. Ich weiß nicht, ob die Gaming noch lebt. Ja, er hat auch Terra genommen. Okay. Darum ist er. Ah, ich bin gespannt. Ja, er ultet den weg. Okay. Ich gehe da jetzt offensiv rein. Habe auch den Cube-Vorteil. Oh mein Gott. Okay, es gibt das One versus One. Das sind irgendwo noch Minen. Der hat auch seine Ult. Dodgt hier nicht. Oh, das war gut gespielt. War es gut genug? Nee. Er ist voll. Er wird es gewinnen. Oder? GG. Oh, was eine erste Runde. Oh, was eine erste Runde. Die war eng. So, und dann gehe ich gleich weiter mit noch einem Bruder, den ich eher nicht so mag. Also zuerst glaube ich mit Jean, dann in die zweite Runde. Und dann, ja, ich glaube Mr. B. Und dann meine zwei Lieblinge, Sprout und Sir, Sprout und Max. Bot.
So, ich weiß jetzt, was die Gaming für ein Brawler spielt. Oh, ich glaube, der spielt Mr. B, kann das sein? Ja, er spielt Mr. B, okay. Da ist glaube ich natürlich der Vorteil ein bisschen auf seiner Seite, weil er hat noch keine Cubes. Das heißt, er muss sich da erstmal Cubes sammeln gehen. Und das schaut dann gar nicht mehr so gut für ihn aus. Aber das Theo würde auch nerven. Ja, Polen traue ich mich da nicht. Natürlich treffe ich den Bull nicht. So, jetzt ist wichtig, der Bot geht da offensiv rein. Die Gaming da mit dem Bot beschäftigt. Ja. Und jetzt hat er 7 HP und jetzt gewinne ich auch die zweite Runde. Guter Start. Das schaut schon mal gut aus. Und jetzt glaube ich, dann gehe ich für Mr. B. Und da spiele ich dies dabei. Ich glaube, jetzt Mr. B ist eine gute Wahl. Und dann, falls ich die Runde verliere, kann ich auf ganz safe. Ja, ich weiß nicht. Dann kann ich auf ganz safe einen Sprout vielleicht nehmen. Aber mal schauen, was er jetzt genommen hat. Ich tippe wohl vielleicht sogar auf den Sprout. Ich denke mir, das ist jetzt schon so ein Zeitpunkt, glaube ich, wo man sagen kann, Sprout wäre eine Option. Die Challenge macht aber auch mega Bock, weil man eben nicht weiß, was könnte der Gegner spielen, was könnte gefährlich für einen werden. So, ein M-Spot ist auch immer ganz gefährlich. Da weiß es doch auch nie weiter. Okay, er spielt jetzt Jean. Also auch er dann noch mit Max, Sprout und Mortis. Mortis, den will ich halt auch irgendwie weg haben. Ja, mal, ich treffe mir nicht mal den Bot. Und er hat 6 Cubes. Aber ich kann mir die Mitte da glaube ich mal sichern. Auch sehr wichtig. Der Primo darf jetzt ja nicht rein. Nein, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, das ist eine schwierige Runde. Auch 6 Cubes. Ja, das ist gut gespielt. Oh, okay, guter Start. So, und jetzt gehe ich dann noch, glaube ich, jetzt schon für Mortis, damit ich den einfach weg habe. Dann kann ich nämlich dann Safe Sprout und Max spielen. Da habe ich jetzt schon mal den Hassbrawler weg. Naja, da wollte ich nicht rein. Einfach jetzt schon mal den Hassbrawler eliminieren. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das mache ich jetzt. Den eliminiere ich jetzt mal den Mortis und hoffe, dass das vielleicht sogar eine ganz gute Runde wird. Mit einer Überraschung vielleicht. Und ein Sieg. Vielleicht hat auch die Game Pech bei den Bots.
Ja, spielt Max. Oh. Oh oh. Ja, das war's mit der Runde. Aber ja, geht down, aber. Das war nicht gut, das war ganz schlecht von mir gespielt, okay. Ja. Dann wird er jetzt wahrscheinlich Sprout nehmen. Aber jetzt ist die Gefahr, wenn er jetzt Mortis nimmt. Ich werde jetzt. Ich muss Sprout riskieren. Aber er wird's denken. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Ne, ich gehe jetzt für Sprout. Ich gehe jetzt für Sprout. Dass ich dann in der letzten Runde Max spielen kann, sollte ich jetzt verlieren, habe ich dann noch eine Max, mit der ich eigentlich carryen könnte. So, ich weiß nicht, was er spielt. Ich hoffe nicht Mortis. Das wäre nämlich gar nicht gut. Aber noch habe ich niemanden gesehen. Keine Ahnung, wo er sein könnte. Ich weiß auf jeden Fall eins, dieser Kackbot. Oh, da ist ein Zimmerbot. Oh, da ist er. Er hat's prediktet. Er hat Mortis genommen. Und dann ging Sprout nochmal gewinnen mit kritisch. Oh je. Oh je. Habe ich schon. Naja. Also, Sprout gegen Max jetzt. Aber ich bin eigentlich ein guter Max. Aber das wird trotzdem eng. Das ist die entscheidende Runde. Wir sind wirklich in Runde 6. 3 zu 2 für mich. Ich will das Unentschieden nicht haben. Mortis-Bot. Ganz ekelhaft. Was macht er? Auch die Mitte. Er killt weiter. Da ist er. Oh, das ist eine schwierige Runde. Ich hatte den Cube-Vorteil, aber ob das reicht am Ende? Außerdem ist da noch ein kleiner 8-Bit. Ja! Let's go! Oh, war das schön! Chi! Oh, ich würde sagen, da gehört nochmal ein GGGS geschrieben. Das waren schöne Runden. Am Ende auch nochmal ein bisschen fertig. Ich muss sagen, ich hatte echt Angst, jetzt da gegen Sprout zu spielen. Aber die Gaming schlau gespielt mit dem Mortis gegen mich in der 5. Runde. Und ich würde sagen, das war ein ganz entertainreiches Video. Wenn ihr gern eine Purple Challenge, also eine Challenge mit epischen Bullern haben wollt, oder eine Legendary Challenge, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.